Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Dekorationsvideo. Und wie ihr sehen könnt, bin ich in die Kate eingezogen und wir dekorieren heute, oder ich dekoriere heute also das erste Mal mit den Einlagen der Kate. Das Setup habe ich so gut wie fertig. Wird, denke ich mal, das nächste oder übernächste Video sein. Ein paar Kleinigkeiten muss ich noch machen, aber ich bin so gut wie fertig mit dem Setup. Okay, dann starten wir mal. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten von dem Setup, wobei die mir bei Instagram folgen, haben es schon gesehen. Da habe ich schon ein paar Bilder vom Setup gepostet, also das Dashboard und so weiter. Von dem her ist es jetzt nichts ganz Neues. Das hier ist mein Today-Marker. Heute ist das Wetter ganz gut, deswegen versuche ich mit Tageslicht zu filmen. Ist mir einfach lieber als Kunstlicht. Ihr habt ja beim Haul gesehen, dass es nicht so richtig hinhaut. Ich muss mir da irgendwie noch ein besseres Stativ kaufen, weil, naja, ist jetzt egal. Will ich eigentlich auch gar nicht großartig meine Technikprobleme erzählen. Das interessiert euch wahrscheinlich auch nicht, weil wir wollen ja dekorieren. So, also die nächste Woche ist dann schon eine der Kate-Einlagen. Und wir machen die mal raus. So. Halt. So. Ja, so. Und das Thema, das ich heute mit euch dekorieren möchte, ist, ich zeige euch mal ganz kurz das Buch, um das es geht. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, ich zoome ein bisschen näher. Der kleine Prinz. Der kleine Prinz deshalb, weil ich zum einen das Buch total liebe. Kennen bestimmt ganz viele von euch, haben es schon gelesen. Ich finde die Geschichte einfach wunderschön. Und ich habe dazu ein Washi-Sample bekommen in einem Tauschbrief. Und da ich ja dieses Jahr mir zum Ziel gesetzt habe, meine ganzen Samples nicht nur ja, aufzubrauchen und zu verwenden, möchte ich dieses Sample gleich verwenden, weil es mir gut gefällt und deswegen ist das Thema also der kleine Prinz. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich möchte als erstes hier ein bisschen Washi hinmachen und zwar habe ich hier dieses Tape von Aimé Le Style und da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, ich verwende das Blaue, das Bläuliche hierfür. So, das kleben wir wieder schön drauf. Weil dieses Lila auch gut gepasst hätte. Aber das kann ich ja vielleicht weiter oben verwenden. So, dann das hier ist das Washi-Sample. Ein bisschen näher ins Bild kommen, oder? Das ist das Washi-Sample von der also kleine Prinz. Und das möchte ich jetzt gerne hier so drüber kleben. Und dann habe ich mir von Pinterest bzw. aus dem Buch ein paar Sticker Sticker ausgeschnitten, die ich auch gerne noch verteilen möchte. Ah,
Also ich möchte hauptsächlich die zentralen Figuren, um die es geht in dem Buch, also den Fuchs. Dann pflanzt der kleine Prinz hier eine Rose ein. Die möchte ich gerne noch mitverwenden und ja, den Fuchs eben, und das war es eigentlich schon. Also zu voll soll das Ganze auch gar nicht werden. Mach mal den Fuchs hin. Der darf direkt hier daneben sitzen. Dem habe ich jetzt vorhin aus Versehen ein bisschen die Schnauze abgeschnitten. Und dann habe ich auch noch, eigentlich ist es ein Weihnachtstape, aber das ist so ein schwarzes Tape mit Sternen und Mond. Das werde ich auch noch mit anbringen. Und so, dann möchte ich das hier so herkleben. Und dann war meine Idee, seht ihr mich? Ja, war meine Idee, also hier vielleicht ja auch wirklich dann hier so rüber. Das zu zeichnen. Ein bisschen. Vielleicht mit ein bisschen, habe ich hier lila, mal gucken. Wieso habe ich hier kein Lila? Ich verwende übrigens diese Stifte hier. Das sind einfach wasservermalbare Farbstifte. Die habe ich mir für den Hobonichi gekauft. Und ich habe noch nicht so... Also ich weiß noch nicht, ob ich mir nicht noch andere Farbstifte zulegen soll. Wobei ich mit denen eigentlich sehr zufrieden bin, weil die lassen sich wirklich ganz gut vermalen. Und es gibt eigentlich wirklich einen ganz schönen Aqua-Effekt, wenn man dann da so drüber geht. Dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Also ich habe auch noch einen richtigen Aquarellkasten. Aber ich bin eigentlich momentan ganz begeistert so ein bisschen von diesem System mit diesem Wassertankpinsel. Den kannte ich vorher gar nicht. Also den kenne ich jetzt erst, seit ich den Hobonichi habe, und ich bin da aber noch ein bisschen so in der Findungsphase, ja, welche Stifte, und aber momentan benutze ich halt die hier, die habe ich von Amazon, die waren jetzt auch nicht so teuer. Aber da gibt es sicherlich auch noch bessere. Aber die Bewertungen waren eigentlich ganz gut und ich finde sie eigentlich auch nicht schlecht. So. Und ich finde den Effekt, den das gibt. So. Jetzt eine Rose malen. Also eine Rose. Mit auf alle Fälle Dornen. Und die Dornen, also erstmal machen wir hier das ein bisschen, auch wieder so ein bisschen Aqua-Effekt. So. Dann hier ein
Würstchen. Dann wollte ich hier dieses schwarze Tape eben hermachen. Ich habe jetzt meinen Cutter nicht da, aber das kriegen wir schon hin, so irgendwie. So. Also ich muss wirklich sagen, mir macht es total Spaß mit dem Hobonichi. Also ich meine, ich bin um Gottes Willen keine große Zeichnerin. Ich habe zwar mehrere Aquarellkurse mal gemacht, ist aber auch schon länger her. Und ich habe das letzte Mal Aquarell gemalt vor 2, 3 Jahren ungefähr. Aber mir macht es Spaß, jeden Tag so ein bisschen was. Ja, nicht unbedingt, ich zeichne jetzt nicht nur, sondern einfach auch mal was aufzuschreiben oder so. Ich finde das eigentlich echt ganz cool. Okay, das ist jetzt nicht so toll geworden. Und ja, es macht mir momentan wirklich Spaß und ich versuche es auch zeitnah jeden Tag zu machen, weil ich gemerkt habe, wenn ich ein paar Tage vergehen lasse, erstens mal weiß ich dann nicht mehr, was ich zeichnen könnte, weil es dann schon wieder so lange her ist. Und dann fällt mir das irgendwie auch nicht mehr so ein. So, und jetzt gefällt mir hier unten dieses Blau überhaupt nicht. Das passt jetzt irgendwie auch gar nicht. Jetzt muss ich gucken, ob ich das nochmal wegmachen kann. Hätte jetzt doch lila besser gepasst. Super. Jetzt gucken wir mal. Also so geht es mir immer. Ich fange irgendwie an und hinterher ändere ich wieder alles um. Schlimm. Wirklich schlimm. So. Also dieses Tape an sich gefällt mir ja schon gut, aber jetzt halt nicht unbedingt an dieser Stelle. Vielleicht eher hier oben. Und das noch auf. Ja. Hier war ja. Oh nein, bitte nicht. Jetzt wacht, glaube ich, gerade mein Jüngster auf. Ich will aber jetzt eigentlich nicht unterbrechen. So, dann klappt man das hier wieder. So, ja, ich muss mal ganz kurz. Ich muss wohl mal ganz kurz unterbrechen. So, ich bin gleich wieder da, hoffe ich. So, da bin ich wieder. Jetzt möchte ich gerne hier noch ein bisschen, so als Gegenstück zu dem hier. Ich möchte das ein bisschen kürzer haben. Das ist mir ein bisschen. Ein bisschen zu lang. So. Dann, ja, müssen wir jetzt hier die Rose, jetzt probiere ich mich hier mal an einer Rose. Nimmt es überhaupt auf? Ja.
Also ich mag diesen Watercolor-Effekt total gern. Ich bin total begeistert von diesem Wassertankstift. Ich kannte das vorher gar nicht. Ich habe bisher immer nur mit Pinsel und Aquarellfarbkasten gemalt. Und ich weiß gar nicht mehr, doch welches Video. Doch irgendein Video, schon länger her allerdings, bin ich auf diesen Stift aufmerksam geworden. Der ist von Pentel. Also gibt sicherlich auch andere. Habe ich bei Amazon gekauft. Man füllt hier einfach Leitungswasser ein. Und ja, vorne kommt dann natürlich logischerweise Wasser raus. Und wenn man dann eben Stifte hat, die wasservermalbar sind, dann kann man da echt, finde ich, tolle Effekte machen. Und so, jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was von dem schwarzen Tape. Hier oben. Ja, ich bin keine begnadete Sternchenmalerin, glaube ich. Aber ich möchte einfach ein paar noch so ein bisschen hier verteilen. So, dann gibt es dann natürlich diesen ja, Spruch, den jeder kennt, der mit dem Buch ganz eng verbunden wird. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, glaube ich, heißt der. Und das wäre jetzt zu lang, weil ich will ja auch noch irgendwann ein bisschen Termine eintragen können. Aber trotz alledem möchte ich den Spruch gerne noch irgendwo hinschreiben, beziehungsweise werde ich jetzt mal den Spruch, wo schreibe ich denn den hin, so dass ich auch noch ein bisschen Termine eintragen kann. Wo habe ich denn immer am wenigsten vor? Ich glaube, am Samstag ist es ganz gut. Und hier schreibe ich jetzt mal rein.
noch keine ein, weil wir haben jetzt erst Donnerstag der Vorwoche. Ich habe es jetzt vorgedreht, damit ich genügend Zeit habe, um zu schneiden und hochzuladen. Deswegen trage ich jetzt noch keine Termine ein. Das mache ich dann im Laufe des Wochenendes wahrscheinlich. Ich hoffe, die Deko gefällt euch und das Video hat euch gefallen und es war nicht zu lang. Ich glaube, ich habe zwischenzeitlich mal kurz lange geschrieben. Kurz lange, genau. Und so, dann heften wir es mal ein. Ich finde sie eigentlich ganz hübsch. Mal was anders. Und ich mag die Farben. Dieses Pink, Lila, Schwarz finde ich ganz schön. Und ja, das Buch und das Thema mag ich sowieso. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!